Hallo Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Projekt Zomboid. Wir sind hier gerade auswärts wieder aufgewacht. Und ich frage mich, sollen wir des Nächtens wirklich da rausgehen auf die andere Straßenseite? Wir erinnern uns, hier war definitiv noch ein Zombie irgendwo. Oder haben wir den schon verscheucht? Naja, ich glaube, solange wir da vorsichtig vorgehen, sollte hier gar nichts passieren. Das sind doch große Gebäude, oder? Also doppelstöckig meine ich. Genau, gut. Mal hier ums Eck rumgelungert. Nein, da ist nichts. Okay. Dann versuchen wir mal das Fenster hier aufzumachen. Keine Zombies weit und breit. Okay. Ich hoffe, das haben die jetzt nicht gehört. Den richtigen ausgerüstet? Nein, natürlich nicht. Oh, ein Feuerzeug. Gut. Samen nehmen wir allesamt mit. Befriedigen unseren Durst. Und dann schauen wir hier mal weiter, was die hier so rumliegen haben. Oh, Hundefutter. Geil. Wir haben Hundefutter. Yeah. Wir werden nicht mehr verhungern. Aber was mich zu einer Theorie führt. Es wird ja schon seit Jahrzehnten behauptet, dass die Hundefutterindustrie teilweise oder überwiegend besseres, höher qualitativeres Futter herstellt, also Fleisch verwendet, als die Lebensmittelindustrie an sich. Also jetzt nicht der Metzger von nebenan, der ist natürlich meistens super, wenn er nicht gerade einen Prozess am Hals hat. Aber so die ganzen, nein, nicht durchs Fenster raus, die ganzen Fleischfabriken und so, ihr versteht, was ich meine. Da wird halt gesagt, hey, Hundemarke XY verwendet weitaus qualitativeres Fleisch als Fleischhersteller Punkt, Punkt, Punkt. Ich war teilweise sogar schon mal wirklich davon überzeugt, dass das so herstimmen könnte, also so weit stimmen könnte. Aber wenn man ganz ehrlich ist, müsste man schon annehmen, dass sich das mittlerweile schon kompensiert hat und die Fleischindustrie mittlerweile qualitativ besseres Zeug hat als noch vor 20 Jahren, wo diese Gerüchte entstanden sind. Habt ihr vielleicht eine Meinung dazu? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Yep. Hellblau, okay. Ich glaube, hier hat jemand einen Hellblau-Fetisch. Und hier ist nichts drin. Okay. Hier ist noch weniger drin. Vielleicht sollten wir die Hose mal mitnehmen, falls wir die mal wechseln müssen. Okay, hier ist alles clean. Ab zum nächsten Haus. Nicht durchs Badezimmer, beziehungsweise durch die Gästetoilette. Gehen wir da einfach mal durch die Vordertür. Wenn ich wüsste, wo die ist. Hallo? Tür? Gut, gehen wir wieder durchs Fenster. Trinken vielleicht noch einen Schluck. Und beim Durchklettern schneid dich bitte nicht, okay? So, gibt's hier Zombies? In der Nachbarschaft haben wir schon gelootet. Gut, schalten wir den hier erstmal aus. Bevor der auf dumme Gedanken kommt. Wow. Kommt jetzt alle oder? Ein Glück, dass von einem einzigen Zombie keine große Gefahr ausgeht. Nur vor Horden sollte man sich in Acht nehmen, die weiter unten im Stadtzentrum sind. Und kriegst du das Fenster auf, mein Freund? Nö. Dann mit Gewalt. Hallo. Bist du jetzt schon zu unfähig, eine Scheibe einzuschlagen? Oh, Butter, die ist noch frisch. Oh, ein Regenwurm. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Chips nehmen wir. Hm, wir können uns einen Tee kochen. Die Wasserflasche nehmen wir. Oh, geil, Erdnussbutter mitnehmen. Wupp. Bohnen, keine Frage, nehmen wir mit. Vielleicht ein wenig Pfeffer.
Ich frage mich, ob wir aus dem Mehl uns vielleicht einen Kuchen backen könnten. Das wäre doch genial, oder? Trockene Rahmnudeln. Okay, da wir uns jetzt mittlerweile mit dem Kochen beschäftigen wollen, sacken wir das mal bitte ein. Die Dosensuppe bleibt natürlich auch nicht unberührt. Küchenmesser müssten wir daheim zwar haben. Dafür nehmen wir halt den Zucker mit. Ja, 9mm Patronen im Küchenschrank. Kann man immer mitnehmen. Fertig Popcorn, auch wenn es fürs Ding sorgt, für Hunger, nehmen wir es trotzdem mal mit. Ich meine für Durst. Eine Chipstüte sollte mal gegen den Hunger reichen. Gut. Dann sind wir wenigstens wieder bei Kräften. Und ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass unser Fisch nicht verrottet. Du hältst dich, oder? Frisch, ungekocht. Okay, gut. Noch ist er frisch. Den gibt es dann halt heute zum Abendessen, wenn wir nach Hause kommen. Erstmal den Flur hier ablaufen. Aber der scheint soweit clear zu sein. Eine Zeitung? Nee, darauf. Dafür haben wir jetzt momentan keine Zeit und hier ist anscheinend nichts drin. Okay, ein Abstellraum. Wenn jetzt ein PC drin stehen würde, würde ich behaupten, ich wäre hier bei Debitor, aber das stimmt ja nicht. Ha. Nichts Interessantes. Spielkarten, falls uns langweilig wird. Moment mal, richtiges Inventar auswählen bitte. Wir sind ja schon überladen. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit, ob wir es jetzt brauchen können oder nicht. Die Puppe nehmen wir auch noch mit. Ich habe gerade so Knurren gehört, kann das sein? Oder ist es nur mein Magen? Gibt es hier keine Tür oder sowas? Doch hier. Nee, das ist das Badezimmer. Die haben den Hinterausgang in der Waschküche, okay. Wenn es gefällt. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal heim, abladen, bereiten unseren Fisch zu. Oh, und ich hoffe mal, dass wir das ganze Grundstück dabei nicht abfackeln. Okay, jetzt können wir nicht mehr rennen. Der Zombie war gestern noch nicht da. Gut, solange wir die Population gering halten, ist ja alles kein Problem. Okay. Gibt es irgendwas, was wir loswerden könnten? Komm, den Müllsack, den tun wir ins Inventar. Also in den Rucksack. Und gebracht hat uns das gar nichts. Was von dem Zeug? Hallo? Nee, es wird immer schwerer. Okay, gut. Und ich frage mich, was er in der zweiten Hand mit dem Wurm will. Will er die Zombies verwurmen oder sowas? Die Zombies mit Würmern bewerfen, bis diese von den Würmern zerlegt werden? Ist eine lustige Vorstellung, aber nicht ganz realistisch, würde ich mal annehmen. Ich glaube, denn so viel Zeit haben wir dann leider auch wieder nicht. Naja gut, nur noch ums Eck, dann sind wir daheim. Da ist es egal, dass wir nicht mehr sprinten können. Na komm. Ich frag mich, kann man mit einer Brechstange auch einen Baum umhauen? Nee, der wechselt dann auf die Axt. Okay. Und danke nochmal für den Tipp, dass man, wenn man eine Tür zerlegt, mit einer Brechstange oder einer ähnlichen Waffe, dass man dann auch an Bretter rankommt. Wusste ich zwar schon, aber danke trotzdem nochmal dafür. So, jetzt kommt die Pfanne erstmal auf den Grill. Wobei, wir legen hier erstmal alles ab. Oder haben wir hier den ganzen Fisch drin?
Nicht wirklich. Und hier kommt dann das ganze Futter rein. Und jetzt dachte ich schon, das Spiel wäre abgestürzt, aber nö, war nur ein minimaler Frame-Einbruch. Was ja auch nicht schlimm ist, denn ich kenne weitaus laggigere Spiele, wenn man es so sagen darf. Beziehungsweise ruckligere. Backform. Komm, die Patronen kommen auch zum Essen. So. Oh, wir haben 5 Müllsäcke. Das bedeutet, wir können uns in der auf theoretische Art und Weise noch eine Regentonne machen. Die beiden sind zwar voll, aber man kann nie genug haben. Streichhölzer und Spielkarten und alles andere kommt hier rein. Trockene Rahmnudeln, die werden zum Glück nicht schlecht, weil sie trocken sind. Als ob er nicht einfach den ganzen Rucksack da reinkippen könnte. Ich an seiner Stelle würde es machen. Und ich hoffe, dass sich hier keine Maden in dieses ganze Futter hier einnisten, nur weil es draußen steht. Ach, den Regenwurm können wir auch zum... Nee, komm. Keine Regenwürmer beim Essen. Da brauche ich mich nicht wundern, warum alles verfault ist. So, das Mehl und das Pfeffer in die Ding hier. Dann haben wir wenigstens eine halbwegs gute Sortierung. Okay, Moment. Den normalen Wanderrucksack legen wir ab und nehmen uns dafür den großen. Wie viel Platz hat, bietet denn der uns? 22, ist ja schon mal besser als 20. Da sind wir uns doch allesamt einig. Die Angel legen wir mal ab und die Regenwürmer auch. So, dann brauchen wir die Pfanne. Den Fisch müssten wir noch haben. Feuerzeug. So, und dann kochen wir jetzt nochmal. Gut, wir haben zuerst Durst, das ist schon mal wichtiger. Wie schaut es mit unserem Brokkoli aus? Grün. Es wird bewässert von 39 Stunden. Wasserlevel gut. Unsere Karotten sind verkümmert. Krank, ja. Verkümmert. Okay, wir brauchen wirklich irgendetwas, was uns dabei hilft, dass unsere Saat nicht die ganze Zeit am Sterben ist. Entfache Feuer. Hose plus Feuerzeug. Ripped Sheets plus Feuerzeug. Okay. Dann haben wir schon mal Feuer gemacht. Gut, dann müssen wir die Bratpfanne... Primär ausrüsten vielleicht. Feuer löschen nicht. Aber wir haben schon mal Feuer gemacht. Yeah. Aber das war's dann schon wieder. So, wie kriegen wir jetzt den Fisch in die Pfanne? Nee, das war nicht so gut. Ich weiß, du bist müde. Und müde sollte man nicht mit Feuer spielen. Aber trotzdem. Vielleicht ein Kochtopf oder so? Da hatten wir ja noch einen. Kochtopf.
nehmen wir mal an uns, damit wir Postwänden zu schwer beladen sind. Leichtes Wehwehchen. Da haben wir uns fast schon selber angefackelt, ne? Okay, das Feuer ist aus. Fülle Kochtopf. Okay. Nochmal das Ganze von vorne. Ich hoffe, der Baumstamm geht das Brennstoff durch. Baumstamm hinzugefügt. Und dann brauchen wir noch was zum Entfachen. Also Kinder, jetzt sieht man wieder mit Futter. Mit Feuer spielt man nicht. Dient das Futter dafür, um Tiere anzulocken als Köder, oder ist damit irgendein Baumaterial gemeint? Ihr wisst schon, Futter ist ja auch ein Begriff aus dem Handwerk. Genau, den Treebench nehmen wir mal. Kistenfall nochmal schnell überprüft. Okay, meinen Pfannfisch würde ich gerne behalten. Ich glaube, der sammelt hier einfach nur Futter ein, oder? Ach, Beeren. Oh, geil. Wieso bin ich nicht früher darauf gekommen, einfach mal Beeren zu pflücken? Was hast du diesmal eingesammelt? Okay, es hilft definitiv gegen den Hunger. Geh bitte nicht direkt durch die Bäume durch, das dauert einfach viel zu lange. Wenn wir da schon so einen geilen Weg haben. Ja, es regnet wieder, sehr schön. Womit wir, denke ich mal, die Feuerspiele hier vergessen können. Tree Branch nimmt er nicht an, okay. Klauen wir dem Zombie hier mal seine Hose. Okay, gut. Aber ich wette, bei Regen sollte das Feuer nicht angehen. Hast du jetzt deine eigene Hose zum Feuermachen verwendet? Also das funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, gut, meine Freunde. Das muss ich noch definitiv klären, wie das mit dem Feuer funktioniert. Sollte ich auf jeden Fall noch herausfinden. Auf jeden Fall ist unser Char jetzt richtig müde. Deswegen geht Klein Joe jetzt mal ins Bett. Und dann heißt es... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.